Hi, hi, liebe Leute. Wir befinden uns im Tunnel von Falanare und machen hier die Ausbildung der Verdorrten. Und das läuft eigentlich vergleichsweise gut. Also ich bin überrascht, dass wir so weit gekommen sind. So, versiegelte Tür, wie kommen wir hier durch? Gar nicht. Aber hier haben wir noch ein instabiles Gespenst. Das hat er nicht überlebt. So. Gehe ich jetzt hier unten weiter? In der Hoffnung, hier noch was zu finden? Gehen wir hier mal weiter. Ich habe halt keine Ahnung. Wo ich jetzt lang muss. Übrigens, wenn ich diese Kokons aufkloppe, gibt es auch eine Chance. Dass da dieser Elite-Mob drin ist. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig eigentlich sein. Aber bis jetzt. Ich schweige. Aber wenn der auftaucht, muss ich sofort instant Heldentum zünden. Vielleicht habe ich Glück und ich kann den dann noch umlegen, aber wahrscheinlich nicht, weil der echt Schweine viel Damage macht. Etwas anvisieren. Ja, ist noch einer drin. Sehr cool. Und da hinten ist auch noch einer. Oh mein Gott. Ich habe kein Ziel. Sehr, sehr cool. Das heißt, wir können eigentlich gleich zurück. Da ist er. For fuck's sake. Ich hab's befürchtet. Yes. Wir haben ihn trotzdem noch hinbekommen. Und wir haben nicht einen einzigen verloren. Oh my gosh. Geh weg, du dämlicher Schlüssel. Ich will die deaktivieren. Oh mein Gott. Also das habe ich mit meinem Monk nicht hinbekommen. Aber das liegt wohl daran, dass wir einfach richtig krass Damage machen. Es ist übrigens einer draufgegangen, tatsächlich. Einer ist draufgegangen. Einer ist leider draufgegangen. Aber das war der Mob, den ich meinte. Ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, aber der war auf jeden Fall immer echt hart. Einer der Verdorben läuft davon. Hol ihn zurück, bevor er sich in den Tunneln verirrt. Ja, da muss man auch immer darauf achten, dass die Leute, dass die Verdorben nicht abhauen. Die sind manchmal so ein bisschen verwirrt im Kopf. Aber Junge, macht der Frostspeck viel Damage. Alter Schwede. Das ist so krass. So krass. Mit dem Feuerspeck wäre ich nicht so weit gekommen. Da lege ich mich mal jetzt schon mal direkt fest. Also, richtig nice. Schade, ich hoffe, dass da einer drin ist. War aber leider nicht so. Benutze und schließt die Tür an der Südseite der Zentralkammer in den Tunnel von Felanar auf. Ich habe keine Ahnung, wo die Südseite ist. Hier vielleicht. Aber schauen wir erstmal, vielleicht ist hier noch mal was Schönes drin. Ich brauche ein Ziel.
Ja, da ist nämlich noch einer. Wie habe ich jetzt? Jetzt habe ich wieder nur 4. Warum habe ich denn nur 4? Oh, weil der fast weil die beiden fast tot sind. Ja. Und es ist schon wieder das Internet. Ey, was ist das hier? Was ist das? Oh, bitte. Oh, bitte, jetzt verreck mir hier nicht. Oh mein Gott, was kann denn das hier sein? Was ist denn das für ein Bullshit hier? Jo, DC. Geil. Geil, geil, geil. Oh mein Gott, ich fange gleich an zu weinen, ehrlich. Ich hab's befürchtet, das hat sich schon so an... Wenn der Tag schon so scheiße anfängt, ne? Dann... kann es nicht mehr gut werden. Ehrlich. Das ist nicht mein Internet, das ist das scheiß Spiel wieder. Es ist das scheiß Spiel. Blizzard, bekomm deine verdammten Probleme in den Griff. Wenigstens ist nichts passiert. Also ich werde das hier so schnell wie möglich... Oh, come on. Ist einer jetzt noch draufgegangen wieder? Jo, scheiße. Kann ich das sowieso, dann muss ich mir sowieso weiter vorkloppen, weil ich habe, komm, so, jetzt komme ich nicht, ich kann jetzt keine Truhe mehr benutzen, weil ich einfach nicht genug von den Verdorrten habe. Ich brauche ein Ziel. Einer der Verdorrten läuft davon. Hol ihn zurück, bevor er sich in den Tunnel verirrt. Wo ist er denn da? Ich habe kein Ziel. Also eigentlich haben wir nur 2 Verdorrte, das heißt, wir brauchen noch 3. Ach hier, dafür brauchen wir Doro-Schlüssel. Den haben wir ja. Hier ist wieder eine glitzernde Schatztruhe, aber leider... Oh, hier, das ist eine große übrigens. Ich brauche neue Verdorrte. Jetzt keine Ahnung, wo es jetzt hier hingeht. Ah, da sind aber neue. Da ist ein neuer Verdorrter. Da hinten. Ich weiß halt auch jetzt. Bin ich in einem Bereich hier gelandet, wo ich mit meinem Monk damals nicht war. Also hier ist blind. Keine Ahnung, was jetzt hier auf uns zukommt. Dass da hinten irgendwie ein Elite World Boss ist, keine Ahnung. Okay. Zu viele Gegner. Thank you.
Sind jetzt eigentlich welche von meinen Leuten draufgegangen? Geht mir das auf die Nerven hier. Krieg hier auch langsam richtig Damage. Einer der Verdorben läuft davon. Hol ihn zurück, bevor er sich in den Tunnel verirrt. Okay. Wie viel haben wir jetzt noch? 2. Und der eine davon ist ziemlich low. Leider hat man auch gar keine Möglichkeit, die irgendwie zu heilen. Das ist annoying. Wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Die bringen auch keine Punkte hier übrigens, ne? Das ist mega die Zeitverschwendung. Boah, das sind hier aber auch gerade ordentlich getroffen hier. Ja, irgendwie könnte man hier rauskommen, glaube ich, aber ich habe keine Ahnung wie. Also anscheinend ist hier Sackgasse, so wie das für mich aussieht. Ich habe nur noch drei Verdorrte, also auch nicht ansatzweise genügend. Gehen wir mal hier lang. Oh, da hinten ist noch ein Verdorrter. Dann waren wir hier vielleicht. Oh, das. Das ist auch noch einer. Dann haben wir 5. Dann haben wir ja 5. Ja, das müsste richtig dicke Belohnungen geben am Ende. Oh. Nee, dem kloppe ich mich jetzt nicht mehr. Dann nehme ich lieber noch eine Kiste mit, Leute. Aber ich glaube, ich kann gar nichts mitnehmen, weil... Oh doch, ich dachte gerade. Ich habe wieder ein DC oder sowas. Weil mir die Verdorrten nicht gefolgt sind. Das ist auch immer wahr gerade. Wir haben irgendeinen Kampf begonnen. Den musste ich jetzt mit meinem Vanish irgendwie wieder... Hier ist wieder Kampf begonnen. Was zur Hölle? Was soll das? Da. Die Kiste nehme ich jetzt noch mit. Ich muss näher ran. Nee, es ist eine große Scheiße. Ich brauche eine kleine. Ich brauche eine kleine bzw. eine mittlere Kiste. Ich brauche eine. Also hier kann man echt viel Zeit drin verschwenden, ne? Das merkt ihr gerade. So, hier unten war noch eine, glaube ich. Ja, da hinten. Oculet, könnt ihr sie ausmachen? Ja, ich sehe sie. Einen Moment. Jetzt müssen wir eigentlich evakuiert werden. Ah, Alter, das ist gerade total buggy hier. Das ist richtig buggy. Wir können froh sein, dass wir es noch haben, ehrlich. Junge, Junge, Junge. Oh, hier, guckt euch die Beute an. Das ist doch nicht schlecht, oder? Oh, holen wir uns mal.
Oh, Mana durchsetzter Eiersack. 125.000 Artefakt-Power, das ist doch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Erhöht die Gesundheit eurer verdorrten Trupps um 25%, das ist auch cool. Banktruhe des Reisenden. Diese Truhe könnte uns gute Dienste leisten. Bringt sie nach Shalaran. Ja, und hier gibt es dann mit Abstand am meisten. Ja, Cordel ist natürlich crap. Gibt es Artefakt-Power? Hier gibt es Ruf. Für die Nachtsichtigen leider keinen Berserker-Bonus. Aber hier. Diese Seidengeschichte ist auf jeden Fall viel schon wert gewesen. Und Doros Schlüssel behalte ich anscheinend dauerhaft. Das ist auch cool. Ja, sehr schön. Aran Arcana. Ich bin außer Reichweite. Die Schaldorei werden erlöst. Sehr, sehr schön. Der Nachtbrunnen ruft mich. Ah, hier, guck mal. Das kann man jetzt immer machen. Und man kann sich für uraltes Mana kann man sich dann mehr Verdorrte holen. Also, auch nicht ganz schlecht. Werde ich jetzt natürlich nicht machen. Das letzte, was ich jetzt noch machen werde, ist in die Halle, in meine Ordenshalle zu gehen. Um dort die Missionen abzuschließen, die wir haben. Habe ich hier übrigens keine Artefakt-Power mehr, weil mir nur noch so wenig fehlt bis zur nächsten Stufe, aber scheinbar nicht. Aber hier müssten wir welche bekommen. Ich habe es befürchtet, dass sie scheitert, lächerlich. Energietrank. Naja. Gut, Anhänger. Jetzt ist der auch endlich auf 900. Ja, und der kriegt nochmal ein weiteres Upgrade. Und der kann auch den Energietrank haben. So. Gut. Hier kann ich durchaus machen. Gibt nochmal Ruf bei den Nachtsüchtigen. Und das hier. Oder warte mal. Nee, ich nehme diese hier. Lieber noch ein bisschen die Chance wahrnehmen, dass man hier noch ein paar neue Rüstungsgegenstände bekommt. Liebe Leute, ich mache jetzt hier an dieser Stelle Pause. Liebe Leute, wir hören uns morgen wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Wie immer, ciao.